Im Gegensatz zu den meisten anderen Mitgliedern von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie geht Sarah Jane neben den Dreharbeiten für die Reality-Doku Die Wollnys tatsächlich auch noch einem geregelten Beruf nach. Während ihre Schwestern Silvana, 32, Sarafina, 29, Estefania, 21, Lavinia, 24, und Loredana, 19, inzwischen auch als InfluencerInnen ihr Geld verdienen, ist die 25-Jährige nach wie vor in ihrem Traumberuf als Krankenpflegerin tätig. In der TV-Serie spielt sie deshalb nur eine untergeordnete Rolle. Selbiges gilt auch für ihren Freund, den sie 2018 über die sozialen Netzwerke kennen und lieben lernte. Viel geben die beiden über ihr Privatleben nicht preis, mit einer kleinen Ausnahme. Denn in einer QA-Runde auf Instagram gewährte die Tochter von Silvia Wollny, 59, einen kleinen Einblick in ihre Romanze. Auf die Frage, wie es mit Tinus laufe, offenbarte sie: Es gibt in jeder Beziehung Ups und Downs, aber aktuell läuft es ganz gut. Die Krisenfestigkeit ihrer Liebe manifestierte Sarah Jane schließlich noch mit einigen innigen Pärchenfotos aus der jüngsten Karnevalssession. Bei der 25-Jährigen scheint privat also alles paletti. Da drängt sich den neugierigen Fans natürlich die Frage auf, ob da nicht in naher Zukunft vielleicht sogar die nächste Wollny-Schwangerschaft ins Haus steht? Tatsächlich sind nur noch Sarah Jane und ihre Schwester Estefania kinderlos. Wenn es nach der attraktiven Blondine geht, soll das aber vorerst auch so bleiben. Wir wollen irgendwann Kinder haben, aber eben jetzt noch nicht. Wir haben definitiv noch Zeit, stellt sie im Rahmen der Fragerunde unmissverständlich klar. Scheint so, als müsste Mama Silvia noch eine Weile auf ihr 19. Enkelkind warten. Doch die ehemalige Promi-Big-Brother-Gewinnerin hat bekanntlich noch 10 andere Eisen im Feuer.